René Rast und Christopher Mies haben den 5. Saisonlauf des ADAC GT Masters für sich entschieden. Das Audi-Duo war auf dem Sachsenring nicht zu bezwingen und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Das zweite Rennen auf der Berg- und Talbahn gewannen am Sonntag die BMW-Piloten Max Sandritter und Jens Klingmann. Man kann es gar nicht beschreiben, wenn man hier über die Linie fährt und die ganze Anspannung von einem Abfeld, das kann man einfach nicht beschreiben. Bereits Lauf 1 bot jede Menge Stoff für Schnappschüsse. Beim Start behauptete sich Polesetter Christopher Mies vorne an der Spitze. Dahinter avancierte Christian Engelhardt im gelben Porsche zum ersten Verfolger. Die bis dato in der Meisterschaft führenden Niederländer Simon Knapp und Jérôme Denbourg mussten nach einem Reifenschaden früh zurück an die Box und gaben das Rennen auf. Beim regulären Pflichtboxenstopp glänzte der in Spa siegreiche Ford GT. Durch einen perfekten Stopp verbesserte sich das Lambda Performance Team von 4 auf 2. Doch die Freude darüber währte nur kurz. Ein klemmendes Gaspedal ließ Dominik Schwager keine Chance. Statt auf dem Siegerpodium endete die Fahrt im Reifenstapel. Um Rang 2 entbrannte im letzten Renndrittel ein Duell zwischen Nicolas Armendaud im gelben Porsche und Max Sandritter im blauen Z4. Der Franzose behielt aber letztlich die Oberhand. René Rast fuhr das Rennen souverän nach Hause. Vom Start bis ins Ziel ein Triumphzug des R8. Mies siegte hier bereits zum dritten Mal in seiner GT Masters Karriere. Für Rast war es der hart erkämpfte Premierenerfolg auf dem Sachsenring. Selbst wenn man vorne in Führung ist, mit 8 Sekunden Vorsprung, muss man trotzdem noch die Pace gehen, die anderen auch gehen. Und jeder hat mit abbauenden Reifen zu kämpfen gehabt, so haben wir es auch gehabt. Von dem her musste ich mich konzentrieren, das Auto auf der Strecke zu halten und muss versuchen, trotzdem schnelle Rundenzeiten zu fahren. Auch wenn es einfach aussah, war nicht ganz so einfach. Ein kräftiges Gewitter kurz vor Lauf 2 sorgte dafür, dass die Rennleitung den Start um 15 Minuten verschob. Als es dann aber losging, war einer hellwach. Dominik Baumann im schwarzen Z4 zog an Markenkollege Jens Klingmann vorbei. Doppelführung für BMW. Mies und Rast fuhren wiederum aufs Podest und wurden diesmal Dritte. Die Entscheidung um den Sieg am Sonntag fiel an der Box. Claudia Hürtgen kommt nach dem Boxenstopp hinter Max Sandritter raus und anschließend nicht mehr vorbei. Hürtgen und Baumann erobern dennoch Rang 2 in der Gesamtwertung. Für Sandritter der allererste Erfolg überhaupt im ADAC GT Masters. Für Klingmann ein erfolgreiches Comeback, denn Sandritters regulärer Partner Jörg Müller musste nach seinem Unfall in Spa noch pausieren. Dass es letztendlich trotzdem noch gereicht hat, bin ich natürlich super happy. Und ich denke, für mich als Gaststarter oder als Vertretung von Jörg Müller war es ein sehr, sehr gelungener und toller Einstand und auch ein schöner Abschied zugleich eigentlich wieder. Die nächste Sektdusche im ADAC GT Masters findet dann nach der Sommerpause in 8 Wochen am Nürburgring statt.